Herzlich willkommen zu einer neuen Partie Schach. Und mein Gegner spielt Französisch. Und da habe ich schon einmal D3 gespielt. Komm, ich spiele mal D4. Gehe mal volles Risiko. Und er spielt ja kein Französisch. Also entweder er hat gerade einen Mausflip gemacht. Oder er möchte hier auch einfach kein Französisch spielen. Nee, er möchte wohl Hippo spielen. Heißt es Hippo? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall den Aufbau mit B6 und D7 nehme ich an. So, mein Aufbau dagegen ist hier mit Läufer D3, Läufer E3. Normalerweise muss ich auch H3 spielen, aber muss ich in dem Stellungszug gar nicht, weil sein Läufer nicht hier hingehen kann und sein Springer auch nicht. Er spielt hier mit F5. Ich spiele das mal aggressiv mit langer Rochade und guck mal, was passiert. Kann ich auch nicht kurz rochieren. Sein Aufbau sieht schon irgendwie komisch aus, muss ich sagen. Er hat kaum Figuren entwickelt und die Figuren, die er entwickelt hat, die stehen ziemlich weit hinten. Seine Idee ist natürlich hier alles auf Risiko, beziehungsweise alles auf Angriff. Kann ich den nicht sogar schon mit einem Läufer schlagen? HG und dann Dame? Dame schlägt. Vielleicht. Ich natürlich hier, er droht F4, er droht was. Das muss man ihm lassen. Er droht hier was. Aber ich habe irgendwie... Ah ne, das geht natürlich nicht wegen Läufer H6, ne? Da sollte ich aufhören zu schlafen. Ich mache mal G3. Um F4 zu verhindern. Ich meine, er schwächt sich da damit auch. Darf er hier nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Sobald sich das hier Zentrum hier irgendwie öffnet, dürfte ich deutlich besser stehen mit meinen entwickelten Figuren. Jetzt muss ich halt nur halbwegs okayisch für mich öffnen. Die Frage ist halt, wie ich das am... Okay, er schlägt sogar hier raus. Ist nicht gedacht. Habe ich sogar Läufer E4? Ich glaube, ich mache sogar Läufer E4. Damit ich Läufer G6 habe. Er spielt hier sehr, sehr komisch. Okay, jetzt... Es riecht ja hier wirklich wahrlich nach dem Opfer. Ich mache erstmal H4. Und ich möchte hier eh eine Figur opfern. Nach G4 nehme ich auf H6 weg. Macht D5. Ist stark. Jetzt muss ich wahrscheinlich sogar zwei Figuren opfern. Das war eigentlich nicht der Plan. Ich hatte mir überlegt an D5, aber ein bisschen zu wenig Zeit investiert. Gut, aber komme ich hier noch mit irgendeiner Figur raus? Gut, ich könnte eine ziehen, ne? Ich könnte eine ziehen und dann auf G5 nehmen. Gut, aber dann möchte ich wahrscheinlich den Läufer hier behalten. Ich mal den Läufer zurück nach D3. Kann sich natürlich auf F3 bedienen, aber dann bediene ich mich auf G5. Und seine Stellung fliegt ihm hier, sein Königsflügel fliegt ihm ja hier komplett auseinander. Das ist zwar nicht der genaue Weg, wie ich das opfern wollte, aber das ist, denke ich, ein Weg, der in Ordnung ist. Und ich meine, noch habe ich keine Figur weniger, weil seine Mehrfigur, die steht da. Und jetzt im Moment könnte man argumentieren, habe ich vielleicht sogar eine Figur mehr, weil seine Figuren hier hinten drin stehen. Wer macht Springer F5? Ist interessant. Ich natürlich hier auf E3 nehmen. Nehme hier erstmal auf H6 weg. Den Bauern. Und wenn er jetzt Springer E3 spielt, dann kann ich, glaube ich, sogar auf auf G7 nehmen. Und das gewinnt, glaube ich, die Figur zurück. Weil ich dann Turm H8 drohe. Und dagegen muss er was unternehmen. Und danach kann ich den E3 zurückschlagen. Und daher sieht die Stellung hier gar nicht so schlecht aus. Wie gesagt, sein offener König und hier die nicht entwickelten Figuren, die sollten auf jeden Fall genug Kompensation darstellen für die Figur, die ich hier ins Geschäft gesteckt habe. Er überlegt jetzt natürlich fleißig, was er machen soll. Durch den Springer auf F5 hat der Turm auch keine Felder. Ich weiß nicht, ob das mal relevant wird. So, jetzt wollte ich eigentlich auf G7 einfach nehmen. Ich denke, das mache ich auch. Kann Springer D1 vielleicht spielen? Okay, er macht Dame E3 macht er direkt. Interessant. Na gut, ich kann den natürlich trotzdem nehmen. Den E3 mache ich auch. Hol ich mir erstmal wieder das zurück, was mir zusteht. Und ich drohe jetzt natürlich Turm H8. Mit der Idee, den C8 zu nehmen. Okay. Wieder zurück. Wie spiele ich das? Ich könnte das so spielen, ich gebe also das Schach, denke ich, ist richtig. Schach und dann spiele ich Dame H2. Das sieht schon sehr stark aus. Kann den E3 natürlich mit Schach schlagen, aber
Also in der Stellung ist wirklich der E3 das Unwichtigste. Schlagen des E3 geht einfach nach B1. Und dann hat sich die Geschichte. Ich denke, er hätte hier versuchen sollen, die Damen zu tauschen. Ich meine, mit Damen auf dem Brett sieht das schon sehr tödlich aus. Na, wobei er konnte ja nicht Damen tauschen, weil da läuft er hin. Ja, die Stellung ist wahrscheinlich einfach. War schon sehr, sehr schlecht. Stehe jetzt auch Matt in 2. Dame H7, König F6, Turm F8 Matt. Wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe. Und er kann auch den Läufer nicht ziehen, weil dann der Turm hängt. Wie gesagt, auf das Schach gehe ich einfach zur Seite. Und jetzt wird es, glaube ich, sehr, sehr schwer für ihn, hier einen Zug zu finden, der nicht direkt verliert. Findet Turm König F6. Interessant. Gut, was mache ich dagegen? Ich möchte verhindern, dass er nach E7 kommt, also mache ich Dame H7. Erneuer die Idee mit Turm F8. Ja, und die Stellung, die sieht schon brutal aus, muss ich sagen. Das sieht schon nicht so spaßig aus. Ich hätte wahrscheinlich auch einfach Dame H4 spielen sollen. Dame H4 wäre stärker gewesen. Aber na gut, hinterher ist man immer schlauer, ne? So, ich möchte ihn nicht nach E7 lassen. Er möchte nach E5 rennen, oder was ist sein Plan? E5 rennen. Finde ich gar nicht so schlecht, ne? Wobei kann er nicht. Turm F8, dann habe ich Dame schlägt. C7. Und das ist sogar direkt Schachmatt. Habe ich den König hier sehr schön mitten im Zentrum matt gesetzt. Und damit sogar die 2400 geholt. Nicht schlecht. Schau hier nochmal rein. Er täuscht hier Französisch an. Zum Glück habe ich nicht D3 gespielt, sondern D4. Weil dann gegen hier diese Öffnung spielt man natürlich deutlich lieber mit E4 und D4 und dem ganzen Raumvorteil. Trotzdem einfach. Ich tue mich tatsächlich persönlich immer schwer gegen solche Aufbauten, weil ich immer den falschen Moment öffne, beziehungsweise den Moment verpasse, wo man was schlägt, so wie man hier sieht. Hier hätte ich den nehmen sollen. Und dann einfach, ja genau, man kann hier halt einfach opfern. Es ist zu viel am Königshügel gespielt, aber ich habe, wie gesagt, den falschen Moment verpasst, denke ich. Ich denke, ich stehe wahrscheinlich gleich auch mal ganz kurz schlechter. Weiß nicht, ob das Opfer so G3 ist natürlich passiv, Läufer E4. Ne, okay, H4 ist sogar der beste Zug. Läufer D3 ist nicht gut. Ich hätte sogar zwei Figuren ins Geschäft stecken können hier. Wobei es ja nur eine, ne? Ja, so hätte ich es opfern sollen. So ist natürlich deutlich stärker, aber na gut. So ist immer noch. Ich habe es noch nicht mal gut gespielt. Ich habe schwache Züge gemacht, trotzdem plus 1. Da weiß man schon, wie gut die Stellung ist. So, Springer E3. Okay, jetzt hier ist es plus 10, ja. Gibt einfach direkt. Nicht immer den besten Zug gemacht, aber in der Stellung ist es dann einfach ausreichend. Genau, hier Dame H4, ne? Ich wollte König E7 verhindern, habe ich aber zu wenig überlegt. Ich meine, das verhindert auch einfach, dass der König H7 kommt. Auf den kann ich Turm H6 machen und dann die Dame schlagen. Ja, aber eine schöne Partie an sich. Zeigt ganz gut, warum die Öffnung nicht so beliebt ist. Ich meine, wenn man das spielt, sollte man auf jeden Fall noch Springer D7, B6, Läufer B7 machen. Ich denke, dann kann man es ein bisschen spielen, aber so wie er es gespielt hat, ist natürlich kompletter Selbstmord. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis dahin, beziehungsweise bis zum nächsten Video, wünsche ich euch viel Erfolg in euren Schachpartien. Ich bin schon ein bisschen müde, es tut mir leid.